Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Wochenspiegel. Mittwoch, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Cape Canaveral. Beifall im Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen. D1, die erste von deutschen Wissenschaftlern betreute Raumfahrtmission, ist seit 3 Tagen und 18 Stunden unterwegs. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Wochenspiegel. Das war er nun also, der lang vorbereitete Start zum ersten Shuttleflug unter wissenschaftlicher Leitung der Bundesrepublik. Die Experten im Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen sind zufrieden. Die kleinen Pannen, von denen hin und wieder berichtet wird, gehören für sie zum Alltag im Weltall. Im Weltraum wollen wir von Anfang an spitze sein, so Bundesforschungsminister Riesenhuber wenige Stunden nach dem erfolgreichen Start des Raumfahrtunternehmens D1. Seine Wunschvorstellung, neue Materialien und Produkte im Weltraum erforscht, sollen das Markenzeichen Made in Germany tragen. Schon für 1988 ist die Mission D2 geplant. Allerdings, so der Minister, sollte sich dann die private Wirtschaft mehr als bisher beteiligen. Bonn werden die außerirdischen Dienstreisen zu teuer. Die D1-Mission kostet die Bundesregierung 400 Millionen Mark. Dies sind die ersten Bilder vom Space Shuttle aus dem Weltraum. Aufgenommen etwa 4 Stunden nach dem planmäßigen Start der Raumfähre. Das Kabinendrucksystem an Bord des Shuttle sorgt für Luftverhältnisse fast wie auf dem Boden. Der Normaldruck an Bord erlaubt es den Astronauten, sich in einfachen Overalls zu bewegen. Auf sperrige Weltraumanzüge können sie verzichten. Jetzt schweben die Wissenschaftsastronauten in der Space Lab. Zunächst werden die Systeme aktiviert. Für die Menschen beginnt die Phase der Anpassung an die verminderte Schwerkraft. Augeninnendruckmessung, die direkteste Methode, den Flüssigkeitsdruck im Körper festzustellen. In früheren Raumflügen zeigte sich, dass der Körper auf reduzierte Schwerkraft sehr empfindlich reagiert. Die Venendruckmessung kann Aufschluss geben darüber, wie schnell das Gehirn Informationen an die Organe weiterleitet. Ein ähnliches Ziel hat auch das Experiment Hop and Drop. Hüpfen ohne viel Muskelkraft. Trotzdem spannen sich vor dem Auftreffen auf dem Boden die Muskeln an. Eine Reaktion ohne Reiz. Mit solchen Tests gewinnt man neue Erkenntnisse über die Arbeitsweise des Gehirns. Im Weltraum geht die Orientierung verloren. Die Astronauten können oben und unten nur schwer unterscheiden. Bei dem Experiment hier muss die Testperson in eine rotierende Kugel mit bunten Punkten blicken. Der Astronaut hat das Gefühl, sich selbst zu drehen. Der Gleichgewichtssinn ist in der Schwerelosigkeit ausgeschaltet. Wie kommt das Gehirn mit einer solchen Information zurecht? Im sogenannten Bio-Rack, das ist der Handschuhkasten auf der rechten Seite in der Mitte, hat die Astronautin Bonnie Dunbar mit Fliegen und Kleinstlebewesen experimentiert. Erstes überraschendes Ergebnis, die Entwicklung solcher Einzeller scheint von der Schwerkraft stärker beeinflusst zu werden, als man bisher angenommen hat. Und dies ist ein materialwissenschaftlicher Versuch, Mischen und Entmischen von Flüssigkeiten. Man will hier untersuchen, unter welchen Bedingungen sich Flüssigkeiten, aber auch Feststoffe verbinden lassen. Dazu heizt man die 2 Flüssigkeiten im Behälter auf und kühlt sie wieder ab. Von solchen Experimenten profitieren die Materialwissenschaften auf der Erde. Auch die amerikanischen Militärs haben von D1 profitiert. Gleich am ersten Tag setzten sie einen Aufklärungssatelliten aus, der gegnerische U-Boote aufspüren soll. So viel von dieser Woche. ARD aktuell meldet sich mit weiteren Nachrichten in der Tagesschau um 18.20 Uhr. Den Wochenspiegel gibt es wie gewohnt wieder am nächsten Sonntag um 12.45 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.